Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute koche ich eine Suppe mit dem Rosenkohl und sozusagen bei mir ist gleich zwei in einem. Ich koche einfach eine Grundsuppe und dann für die wir hier möchten gerne was von Fleisch haben, wird einfach rausgenommen in andere Töpfchen und dazu wird gegeben irgendwelche Fleisch, ob das ist Speck oder Kassler oder gehacktes, es ist nach eurer eigenen Wunsch und Geschmack wird gestaltet. Und so sieht es. Super. Mit den Speckwürfelchen, leckerer Schmand dazu. Und so sieht es. Vegane Variante. Und auch schmeckt auch sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß und guten Appetit! Diese Suppe zu kochen geht wirklich sehr schnell und brauchen nicht viel Zutaten. Und jetzt ist mit Rosenkohl Zeit, dann kann man auch schöne, leckere Rosenkohlsuppe kochen. Aber wer dieses Rosenkohl nicht mag, und das kenne ich, viele mögen das nicht, diese Suppe kann man ersetzen. Zum Beispiel nimmt ihr einfach Blumenkohl. Dann schmeckt es auch wunderbar lecker. Ich habe schon alle Zutaten vorbereitet und klein gemacht. Den Kartoffel in die kleine Würfel. Rosenkohl habe ich schon geschickt und auch auf die Hälfte geschnitten, dass die nicht zu lange garen müssen. Für die Fleischesser können die den Speck nehmen oder zum Beispiel Kassler schmeckt sehr lecker für diese Suppe, weil es gibt noch diese geräucherte Kassler-Geschmack in der Suppe. Lecker. Kann man mit Hähnchenfleisch das zubereiten oder sogar kann man auch gehacktes anbraten. Wer kein Fleisch isst, einfach weglassen, wegsehen. Dann habe ich eine große Möhre mir schon klein geschnitten, in so eine Viertel, einen Zwiebel in kleine Würfelchen und ein großes Knoblauchzehe, auch klein gehackt. Und ein Drittel von Paprikaschote habe ich auch so kleinere Stücke geschnitten und die Paprika wird fast zum Schluss, wann schon die Suppe fast fertig ist. Von den Gewürzen habe ich mir Pfeffer hingestellt, natürlich Kohl, Rosenkohl wie bei Kürbis, passt sehr gut, Muskatnuss, kann man nehmen Ketchup oder Tomatenmark, aber wir haben genug unsere Zucchini-Ketchup dieses Jahr gekocht. Deswegen nehme ich diese Zucchini-Ketchup. Salz, bitte nach Geschmack. Und ich nehme von den Kräutern mein Dill, welches habe ich einfach nur klein geschnitten und kräftig mit Salz gewürzt. Und hier ist wirklich sehr viel Salz. Deswegen erstmal gebe ich die Kräuter, bevor ich überhaupt Salz reinmache. Und die Suppe kann man kochen mit Fleischbrühe, mit Gemüsebrühe oder einfach nimmt mal Wasser. Ich nehme meistens Wasser und meine selbstgetrocknete Gemüsebrühe. Die kommt bei mir überall. Der Geschmack über die Jahre ist es schon so kräftig geworden, dass ich kann mir gar nichts vorstellen, jetzt etwas Gekauftes zu kaufen. Mit so viel Geschmack, Verstärker, Zucker und Hefeextrakt, Wahnsinn. Diese Gemüsebrühe, wenn mal dann in Geschmack kommt, die wollt ihr dann nicht mehr wieder weg aus eurer Ration haben. Dafür habe ich auch ein paar Videos schon gemacht. So, jetzt gehen wir ins Herd und werden wir unsere Suppe kochen. Ja, zum Anbraten, ich nehme Olivenöl, aber kann man auch Butterschmalz nehmen oder einfach Butter nehmen, so wie ihr gerne möchtet. Stellen wir uns Töpfchen auf den Herd und ich habe schon so ungefähr 3 Esslöffel Olivenöl reingegeben. So, geben jetzt in heiße Öl Zwiebel und Knoblauch erstmal. Und braten wir kurz erstmal ein. Wenn schon Zwiebel so etwas gläserig wird, dann können wir hier in die Mitte Platz machen und etwas von unserer Ketchup oder Tomatenmark dazugeben.
mache das mal schnell zu, dass ich was sagen darf, weil mein Ofen ist lauter als ich. Ihr könnt natürlich auch den Ketchup oder Tomatenmark weglassen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber ich mag das gerne reinzumachen, schon wegen der Farbe von der Suppe. So, jetzt können wir Möhren dazu geben. Wenn ihr Tomatenmark nehmt, dann reicht es ungefähr so eine knappe gestrichene Esslöffel, sogar etwas weniger. Von der Ketchup muss man ein bisschen mehr nehmen. Dann können wir gleich schon Kartoffeln dazu geben. Unsere Rosenkohl. Ganz kurz, wenn es nicht anbrennt, kann man noch etwas anschmoren und dann auch schon die Brühe dazu geben. Und wie gesagt, statt Brühe gebe ich etwas von meinem selbstgemachten Gemüsepulver und dazu Wasser. Wasser sollen wir erstmal nicht zu viel geben, nur dass die Gemüse im Wasser stehen, können köcheln. Und dann später, wenn das wird alles gekocht, kann man immer von dem Wasserkocher abgekochtes Wasser dazu geben. Dann wisst ihr, ob eure Suppe für euren Geschmack diese Konsistenz erreicht. So, jetzt lassen wir es so lange kochen, es ist ungefähr 20 Minuten, dass in Kartoffeln und Rosenkohl fast gar ist und dann geben wir dazu noch unsere Paprikawürfel. So, unsere Suppe kocht schon 20 Minuten, schaut ihr, wie ihr seht. Ich habe auch schon ein bisschen nochmal Wasser dazu gefügt, weil es war etwas dick. Und jetzt können wir unsere letzte Zutat, das sind die Paprikawürfelchen, dazu geben. Es gibt auch schöne Farbe. Auch dann Gewürze. Wie gesagt, ich gebe erstmal so einen Teelöffel Mandel, dann Muskatnuss, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Richtig schön ordentlich. Und dann probieren wir nach Salz. Und schmecken wir so nach unserem eigenen Geschmack. Aber nicht zu viel Salz. Es ist auch nicht so ganz gesund. Probieren. Ja, ein bisschen muss mal Salz. Und dann lassen wir das aufkochen. Und dann können wir schon auch den Herd ausmachen. Parallel habe ich mir ein Töpfchen hingestellt und ein Esslöffel Olivenöl dazu gegeben. Und gebe da jetzt den Speckwürfelchen rein. Und kurz brate die an. Eventuell, wenn ihr natürlich Fleischesser seid, könnt ihr gleich, wenn ihr Zwiebel reinmacht, dann könnt ihr auch gleich Fleisch reinmachen oder Speck oder Kassler oder egal, gehacktes. Da könnt ihr gleich anbraten und alles zusammen kochen. Ich möchte gerne meine Grundsuppe sozusagen aufteilen. Für die Fleischesser und für Vegetarier. Und das ist wirklich praktisch für bei so einer Rezepte, wo kann man Fleisch einfach nur dazufügen, dann sind die beide Parteien zufrieden. So, hier brate ich kurz ein und gebe die Suppe auch dazu. So, die Speckwürfelchen sind kurz angebraten. Es soll auch nicht knusprig sein, sonst werden die dann hart in die Suppe. Und dann kann ich einen Teil von der Suppe dazugeben. So stelle ich dir alle zufrieden. So, meine Lieben. Und jetzt eventuell könnte man auch Schmelzkäse dazu geben, wenn einer so macht. Oder zum Beispiel ein Ei mit Schmand oder Sahne verrühren und dazu geben. Nur darf natürlich nicht kochen, sonst wird das Ei stochen. Einfach von dem Herd runternehmen und dazu geben. Oder ich serviere heute einfach ganz klassisch mit dem Schmand. So, meine Lieben, jetzt werden wir servieren. Erstmal vegetarische Variante. Kann man besser sagen, sogar vegane Variante, weil ich verwende hier auch nicht mal Käse. Gebe dazu ein bisschen gefrorene Mixkräuter, hier ist Schnittlauch und Petersilie und auch ein bisschen Dill. Dazu oben drauf kommt vegane Parmesan. Und ich habe gestern von den Kichererbsen diese Flüssigkeit, was in die Dose ist, so eine dickflüssige, habe ich mir eine Mayonnaise hergestellt, eine vegane Mayonnaise. Und das gebe ich ein Klecks auch dazu.
Und wie ich vegane Mayonnaise mache, habe ich dafür ein Video, aber aus den weißen Bohnen. Aber Prinzip ist das gleiche. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Schaut, sieht doch lecker aus. Das habe ich für die Veganer Besucher und jetzt serviere ich auch für meine Fleischesser. Mit schön viel Speck, auch Kräuter kommen da drauf. Und dazu gebe ich einfach Schmand. So, liebe Freunde, so sieht unser heute Mittagessen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und danach einen guten Appetit, liebe Freunde. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!